Abitur 2021-22 Geschichte. Die amerikanische Revolution. Die Vorgeschichte. Staat und Gesellschaft in den Kolonien. Am Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden an der Ostküste Nordamerikas 13 englische Kolonien. Es sind Siedlungskolonien. Das Land wurde von europäischen Einwanderern übernommen. Es gab drei Organisationstypen: Eigentümerkolonien, Handelsgesellschaftskolonien und Kronkolonien. Ihr Unterschied lag in der Leitung. Mal vertritt ein Einzelner und mal ein Gouverneur des Königs. Der König förderte die Besiedlung an, da er sich durch die Kolonien an mehr Macht und Geld zu kommen erhoffte. Die Kolonien sollten Rohstoffe nach England transportieren lassen und Fertigprodukte aus England abnehmen. Die erste Siedlung, Virginia, entstand 1607. Die Siedler waren Kaufleute, Händler und Landwirte, welche reich werden wollten. Aber es kamen auch Einwanderer, die den Traum hatten, ihre Religion ausüben zu können. Zum Beispiel die Puritaner. Neben Engländern und Iren kamen auch Niederländer, Schweden und Deutsche. 1619 kamen die ersten Afrikaner, um als Sklaven auf den Tabakplantagen zu arbeiten. Außerdem wurde die indigene Bevölkerung von den Kolonisten immer weiter in den Westen verdrängt. Die 13 Kolonien können in drei Regionen aufgeteilt werden: Neuengland, den mittleren Atlantik und den Süden. Die nördlichen Kolonien beruhen auf Fischerei, Schiffbau und Überseehandel. Die mittleren Kolonien lebten von der Viehzucht und der Landwirtschaft, eher Getreidebau. Die südlichen Kolonien hingegen lebten vom Plantagenbau von Tabak, Reis, Baumwolle und Indigo. Dort arbeiteten auch die afrikanischen Sklaven. Zwischen den Küstenregionen und den Gebieten der indigenen Bevölkerung entstand eine Grenze, die Frontier. Es kam dazu, dass der König einen Gouverneur als Chef einsetzte. Zudem gab es einen Rat, den Council, der bei der Verwaltung beriet. Noch dazu gab es ein lokal gewähltes Parlament, das an der Gesetzesgebung und der Steuerbewilligung mitwirkte. Die entstandenen politischen Freiheiten, wie eine unabhängige Rechtsprechung und die Unverletzlichkeit des Eigentums, als auch der Wohlstand und die Bildung, galt nur für die Weißen. Die indigene Bevölkerung und die Sklaven wurden ausgeschlossen. Mit der Zeit entwickelte sich in den Kolonien ein kulturelles Gemeinschaftsgefühl. Noch dazu stieg ihr Selbstbewusstsein, da sie gemeinsam wirtschaftliche Erfolge erzielten. Konflikt zwischen England und Frankreich in Nordamerika. Bereits 1752-53 gab es erste Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich in Nordamerika. Beide Seiten verbündeten sich mit Indianerstämmen. Von 1754 bis 1763 herrschte der French and Indian War in Amerika. Doch in Europa wird er Siebenjähriger Krieg 1756 bis 1763 genannt, da dieser Konflikt als Teil des Kampfes zwischen Preußen und England galt. Beide Kriege wurden im Friedensvertrag von Paris beigelegt. Das Ohio-Tal galt als Ausgangspunkt des Konflikts, da das Unterhaus von Virginia der Ohio Company Siedlungsrechte für das Land übertrug und diese jedoch mit dem Anspruch der französischen Nordamerika-Kolonien kollidierte, denn das Gebiet jenseits der Appalachen sei französischer Einflussbereich. So errichteten die Briten Forts, welche der Gouverneur von Neufrankreich ebenfalls Forts erbaute, sodass eine Rückeroberung stattfinden sollte. Somit kam es zum Krieg. Die Briten setzten nicht nur Soldaten aus dem Mutterland ein, denn aus den Bewohnern Neuenglands bildeten sich Milizen. Der Offizier der Truppen war George Washington und nach einem langen Krieg setzten sich die Briten durch. Somit hatten sie die Möglichkeit zur Ausbreitung der Siedler. Doch der Krieg führte zu einer riesigen Schuldenlast. Im Frieden von Paris musste Frankreich Kanada an England absetzen. Der French and Indian War – Ziele und Ergebnisse. Die englischen Kolonien hatten großes Interesse an einer Vormacht in Nordamerika. Zudem wollten sie sich in den Westen ausdehnen, um ihre Bevölkerung zu vergrößern. Dies bedeutete auch, dass sie an Land gewinnen wollten. Die Kolonien erstrebten ebenfalls, soziale Konflikte zu vermeiden. Nach dem Krieg hatten sie negative als auch positive Ergebnisse. Denn die Kolonien gerieten in eine ökonomisch schwierige Steuerabgabenphase. Jedoch gewannen sie, was das Miteinander anging, jede Menge.
denn von nun an hatten sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch ihr Selbstbewusstsein stieg an. Es entstand ebenfalls eine eigene Identität. England hatte viele Ziele innerhalb des Konflikts. Auch sie wollten eine Vorherrschaft in Nordamerika erzielen. Dazu gehörte der Handel zwischen den Kolonien mit den Rohstoffen aus Nordamerika und den Fertigprodukten aus Großbritannien. Außerdem wollte England an Territorium gewinnen. England sah die Indianer in Zusammenarbeit mit Frankreich als gefährlich an, weshalb England diesen Bündnis verhindern wollte. Die Konflikte zwischen den Indianern und Siedlern sollten ebenfalls verhindert werden. Des Weiteren versuchten sie, die Kolonien davon abzuhalten, sich militärisch zusammenzuschließen. Beispiel Albany-Kongress. Am Ende des Krieges gewann Großbritannien an Territorium, jedoch verschuldeten sie sich auch sehr. Noch dazu verlieren sie ihre Macht den Siedlern gegenüber. Auch Frankreich hatte Interesse an einer Vorherrschaft in Nordamerika. Sie wollten Handlungsräume und Siedlungsgebiete gewinnen. Des Weiteren sahen sie die Verhinderung der Westausdehnung des englischen Siedlungsgebiets als Ziel an. Doch nach dem Krieg hatte Frankreich schwere territoriale Verluste. Die indianischen Stämme hofften auf die Wahrung ihres Lebensraums und ihrer Existenz. Somit wollten sie Allianzen mit den Europäern bilden, um sich vor verfeindeten Stämmen zu schützen, aber auch Schutz vor Siedlern, Jägern, Pelzhändlern und dem englischen und französischen Militär war eines ihrer Ziele. Auch für die indigene Bevölkerung war der Krieg kein Erfolg, denn ihre gesamte Lage verschlechterte sich. Sie verloren ihr Lebensraum, da sie von den Siedlern immer weiter in den Westen verjagt worden sind, und auch vor ihren Feinden waren sie nicht sicher. Der Steuerstreit zwischen den Kolonien und England. Nach dem Krieg hatte England leere Kassen, somit war eine neue Steuer notwendig, um an Geld ranzukommen. Denn normalerweise hatte Großbritannien einen finanziellen Vorteil durch die Handelsabkommen von den Kolonien, da sie Rohstoffe günstig erwarben. Es stellte sich heraus, dass die Siedler die Abkommen denen öfteres unterliefen und somit verlor England durch Schmuggel viel Geld. 1764 brachte der Premierminister Grenville den Sugar Act, das Zuckergesetz, ein. Somit wurden die Steuern für Zuckersirup gesenkt, doch dafür wurde stärker kontrolliert und bei Verstößen wurde daher hart durchgegriffen. Somit begannen lokale Parlamente Proteste gegen die Einmischung und Kontrolle der kolonialen Angelegenheiten, jedoch gab es nur eine schwache Kooperation mit Gremien. 1765 verfasste Grenville den Stamp Act, das Stempelsteuergesetz, daher musste seit dem Stamp Act auf jedes öffentliche verwendete Papier, Zeitungen, Verwaltungsschriften, Spielkarten, eine Steuerabgabe erhoben werden. Außerdem wollte König George III. Mit seiner Proklamation von 1763 die Verhältnisse in den neuen Kolonialgebieten in Kanada und Florida regeln. Er setzte den Siedlern Grenzen durch die direkte Verwaltung des südlich der Appalachen gelegten Gebiete. Dies sorgte für Empörung und Unruhen in den Kolonien. Die Stempelsteuerunruhen. Das Stempelsteuergesetz sorgte für Demonstrationen zu Boykotten von britischen Waren und die Proteste blieben nicht gewaltfrei. Eine aufgebrachte Menge zerstörte am 14.08.1765 das Gebäude der neuen Zollbehörden in Boston und danach verwüsteten sie das Haus des königlichen Steuereintreibers. Als Kopf der Gruppe waren Handwerker und Kaufleute tätig, die Sons of Liberty. Sie wurden von Zeitungen unterstützt, weshalb es anderen Städten zu ähnlichen Aktionen kam. Der Stempelsteuerkongress und seine Folgen. Auf politisch-institutionellen Ebene der Kolonien kam es zu Protesten. Die lokalen Parlamente verabschiedeten Beschlüsse, Resolutionen, in denen sie das Gesetz ablehnten. Die zentralen Argumente waren, dass die Kolonisten frei und den englischen Bürgern gleichgestellt seien. Noch dazu bildeten ihre Interessenvertretungen die Lokalversammlungen, welche wichtiger Bestandteil des britischen Empire seien. Am 19.10.1765 kam es zum Stempelsteuerkongress in New York. Es versammelten sich 9 Kolonien. Sie legten eine Entschließung zur Stempelsteuer ein, welche die Treue gegenüber dem König und dem englischen Parlament betonte und wiederum die Unrechtmäßigkeit der Steuer erläuterte.
Der Grund war der, dass die Kolonien im englischen Parlament nicht mit Abgeordneten vertreten seien. Somit dürfte das englische Parlament nicht über die Steuer in den Kolonien mitbestimmen dürfen. Wegen der Entfernung könne das Steuerrecht nur durch die lokalen Parlamente ausgeübt werden. Ihr Motto war No Taxation Without Representation. Außerdem entwickelte sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Kolonien und es war egal, dass sie unterschiedliche soziale, wirtschaftliche und religiöse Hintergründe hatten. In der Geschichtswissenschaft wird der Beginn der Revolution daher auf das Jahr 1763 gesetzt. Krise der britischen Kolonialherrschaft. Das Deklarationsgesetz wurde am 18.03.1766 beschlossen. Es beinhaltete das Recht und die Autorität der britischen Krone und des Parlaments, jede Art von Gesetz für die Kolonien zu erlassen. Somit waren die Kolonien dem britischen Parlament und der Krone untergeordnet. Am 29.06.1767 folgte das Townshend-Programm, welches Zölle auf Luxuswaren und weiterverarbeitete Güter wie Glas, Tee, Kaffee, Farbe, Malerartikel und des Weiteren erhob. Daher wurde die Strafen von Zollverstößen auch verschärft. Da 1768 britische Regimente in Boston stationiert wurden, entstanden viele Unruhen. Einer dieser Unruhen führten zu einem Massaker, der Boston-Massakre. Am 5.3.1770 kam dieser zustande, da die Briten die Lage in Boston unter Kontrolle bringen wollten, verstärkten sie ihre militärische Präsenz und durch diese angepasste Lage kam es eben zum tragischen Zwischenfall, bei dem 5 Demonstranten starben. Am 27.04.1773 folgte das Teegesetz, Tea Act. Damit sollte der Import von Tee der East India Company gefördert werden. Doch die Kolonisten waren nicht mehr bereit, jegliche Einmischung in Steuerfragen durch das britische Parlament zu akzeptieren. So kam es auch zu Protesten in den Kolonien. Aufgrund des Teegesetzes und den generell ständigen Einmischungen, wie der Beschluss Ende November, die Fracht nicht zu entladen, doch der Statthalter bestand darauf und so folgte am 13.12.1773 die Boston Tea Party. 60 Männer der Sons of Liberty verkleideten sich als indigene Bevölkerung und warfen die Teekisten am Bostoner Hafen ins Meer. Es gilt als Akt des Widerstands gegen die britische Kolonialpolitik. Als Reaktion auf die Boston Tea Party kam es zum Beschluss von drakonischen Maßnahmen, die Zwangsgesetze, Coercive Act. Die Strafmaßnahmen waren gegen die gesamte Kolonie Massachusetts. Dabei wurde der Hafen von Boston geschlossen, die Stadtversammlung aufgelöst und die militärische Präsenz wurde erneut erhöht. Der Verlauf. Erster Kontinentalkongress. Am 5.9.1774 kam es zum ersten Kontinentalkongress, bei dem sich 12 Kolonien in Philadelphia versammelten. Dabei bildeten sich zwei Gruppen, die Patrioten und die Loyalisten. Die Patrioten hatten eine radikale, kompromisslose Haltung gegenüber Großbritannien, denn sie waren Befürworter weitgehender Reformen bis hin zur Unabhängigkeit der Kolonien. Ein bekannter Patriot war Thomas Jefferson. Die Loyalisten blieben der britischen Krone loyal und waren somit Befürworter des Verbleibs in der britischen Monarchie. Als Vorzeigeloyalist ist Joseph Galloway zu nennen. Beim ersten Kontinentalkongress kam es zu zwei Beschlüssen. Ihr allgemeines Ziel war die Rücknahme der Strafmaßnahmen gegen Massachusetts. Der erste Beschluss war der Assoziationsartikel, welcher die Verpflichtung zur Solidarität untereinander und die gemeinsame Durchführung von Boykottmaßnahmen beinhaltete. Der zweite Beschluss war, dass ein zweiter Kontinentalkongress folgen müsse, wenn die britische Krone die Strafmaßnahmen gegen Massachusetts nicht zurücknehmen würde. Erste Gefechte. Der Unabhängigkeitskrieg begann mit den Gefechten in Lexington und Concord im April 1775. Denn der britische Militärsgouverneur von Massachusetts schickte Soldaten nach Concord, um ein dortiges Waffenlager aufzulösen. Jedoch warnte ein Bostoner die Kolonisten, weshalb die Kolonisten die britischen Soldaten bereits in Lexington erwarteten. Doch die Kolonisten verloren das Gefecht.
In Concord gewannen die Kolonisten schließlich und dies trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit, weshalb die Briten den Rückzug antraten. So waren die 13 Kolonien faktisch gesehen im Krieg mit Großbritannien. Zweiter Kontinentalkongress. Im Mai 1775 folgte der Zweite Kontinentalkongress. Dieser übernahm die Aufgabe einer nationalen Regierung. Sie überwachten die Einhaltung der Boykottmaßnahmen und zudem stellten sie eine Kontinentalarmee, das von George Washington geleitet wurde. Die Kriegsziele der Kolonisten war die Verteidigung der Rechte. So kam es im Juli 1775 zur Palmzweig-Petition. Diese betonte die Zugehörigkeit zu Großbritannien, doch forderte ebenfalls die Rücknahme aller Zwangsmaßnahmen. Common Sense. Thomas Paine veröffentlichte Anfang 1775 seine Schrift Common Sense, welche die Idee der Unabhängigkeit verbreitete. Mit dieser Schrift machte er deutlich, dass eine neue Regierungsform notwendig war und zudem sollte das Gesetz des Volkes herrschen. Virginia Bill of Rights. Im Juni 1776 folgten die Virginia Bill of Rights, welche einen Grundrechtekatalog darstellten. Es beinhaltet die Menschenrechte, welche von Gott gegeben seien, wie das Recht auf Leben, Freiheit, Streben nach Glück, Sicherheit und die Religionsfreiheit. Zudem waren bürgerliche Freiheitsrechte wie die Presse- und Meinungsfreiheit, als auch die politischen Rechte wie die Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Recht auf Widerstand und das Wahlrecht nur für Männer im Grundrechtekatalog enthalten. Unabhängigkeitserklärung. Am 2.7.1776 erarbeitete das Committee of Five eine schriftliche Unabhängigkeitserklärung, welche am 4.7.1776 veröffentlicht und unterzeichnet wurde. Die Unabhängigkeit von Großbritannien wurde mit dem Widerstandsrecht der Naturrechtsphilosophie und der Tyrannei des Königs begründet. Im Sinne der Rechtsgleichheit betonten sie erneut die unveräußerlichen Rechte des Menschen nach Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Zudem betonten sie die Volkssouveränität, welches die Pflicht der Regierung war, die Rechte der Bürger zu sichern. Somit lag die Forderung nach einer völkerrechtlichen Anerkennung der souveränen Nation vor. Kriegsverlauf. Nach der Unabhängigkeitserklärung folgten mehrere Schlachten in ganz Nordamerika. Bekannt sind rund 20 Schlachten, in denen Großbritannien gegen die Kolonisten kämpften. Die Kolonien wurden seit Beginn des Krieges von den Franzosen, Spaniern und Holländern unterstützt. Doch Großbritannien wurde von den Hessen, den Deutschen, unterstützt. Die Gefechte bei Lexington und Concord gelten als faktischer Beginn des Krieges. Nennenswert sind die Unterschiede der Truppen, denn die Kolonisten waren meist unerfahrene und schlecht ausgerüstete Farmer. Doch strategisch und motivationstechnisch waren sie Doch strategisch und motivationstechnisch waren sie durch ihren Verteidigungskampf im eigenen Gebiet im Vorteil. Die Briten hingegen waren die führende Militärsmacht der Welt. Jedoch hatten sie Schwierigkeiten, das riesige Land militärisch zu erobern und zu sichern. Die Kolonisten besaßen eine Guerillataktik, welche zu Siegen in zwei kriegsentscheidenden Schlachten führten. Saratoga 1777 und Yorktown 1781. Die Schlacht in Yorktown, welche vom 29.09. bis zum 19.10.1781 verlief, gilt als Ende des Krieges. Während der Schlacht in Yorktown bat der britische Kommandeur Cornwallis um einen Waffenstillstand am 17.10.1781. Denn Cornwallis versucht strategisch an die Sache ranzugehen, jedoch scheiterte er. So kam es dazu, dass die britische Armee am 19.10.1781 kapitulierte. Daher lässt sich der Unabhängigkeitskrieg in die Zeit vom April 1775 bis Oktober 1781 einordnen. Doch wichtig anzumerken ist auch, dass es sich beim Unabhängigkeitskrieg nicht nur um einen konventionellen Krieg handelte, denn auch Bürgerkriege zwischen den revolutionären Patrioten und den königstreuen Amerikanern, den Loyalisten, wurden geführt. Friedensschluss. Im April 1782 begannen die Friedensverhandlungen in Paris.
So kam es am 30.11.1782 zu einem Präliminarfrieden zwischen Amerika und England. Dabei zogen sich die Kolonisten aus dem Krieg zurück, doch die Europäer, Frankreich, Spanien, Holland, kämpften jenseits von Amerika weiter gegen England. Am 3.9.1783 beendete der Frieden von Paris den Unabhängigkeitskrieg bürokratisch. Der Friedensvertrag beinhaltete 10 Artikel. Der erste und wichtigste war die Anerkennung der Unabhängigkeit der 13 Kolonien vom Mutterland England. So erkannte Großbritannien die Unabhängigkeit an. Die Folgen: Schicksal der Loyalisten. Auch nach dem Krieg blieben die Spaltungen der Patrioten und Loyalisten, weshalb sich aufgrund der weiterhin unterschiedlichen Ansichten Regionen, Städte und auch Familien verfeindeten. Zwischen 60.000 und 100.000 der 800.000 Loyalisten wanderten zurück nach Großbritannien oder nach Kanada oder auch in andere Kolonien aus. Der Rest blieb in Nordamerika und lebte mit den politischen Erneuerungen und dies trotz Ausgrenzung, Bedrängung und auch obwohl sie von den Patrioten vertrieben wurden. Kritische Periode. Nach dem Krieg und dem Frieden folgte eine kritische Periode, welche etwa von 1783 bis 1787 ging. George Washington schrieb an die Regierung, dass es sich nun zeigen würde, ob die Revolution ein Segen oder ein Fluch sei. Es wurde festgestellt, dass der Kontinentalkongress nicht in der Lage dazu wäre, die folgenden Komplikationen hinsichtlich der Wirtschaft zu bewältigen. Denn der Kontinentalkongress sei keine handlungsfähige Regierung, da es nicht das Recht dazu hatte, eigene Steuern, Zölle zu erheben. Noch dazu habe es hohe Kriegsschulden im Ausland, bei Bundesstaaten und einigen Privatpersonen. Zudem folgte eine Rezession der Wirtschaft, weshalb sich viele Farmer verschuldeten. Im Allgemeinen verlor der Kontinentalkongress an Autorität. Amerikanische Verfassungsentwicklung und Konföderationskongress und Konföderationsartikel. 1781 entstand ein Konföderationskongress, welcher aus Vertretern der einzelnen Staaten bestand. Insgesamt waren es 50 Mitglieder. Dabei waren die 13 Staaten alle stimmberechtigt. So hatte jeder Staat eine Stimme. Im Konföderationskongress wurden 13 Konföderationsartikel verfasst, welche die erste verfassungsrechtliche Grundlage der USA darstellte. Die Artikel beinhalteten Befugnisse des Kontinentalkongresses hinsichtlich der Entscheidung über Kriege, Friedensschlüsse, Verträge und Verhandlungen. Es galt das Prinzip der einzelstaatlichen Souveränität, sodass alle Befugnisse, die nicht dem Kontinentalkongress zugeschrieben wurden, an die Einzelstaaten weitergegeben wurden. So wird deutlich, dass die Einzelstaaten eine Entscheidungsgewalt besaßen. Dem Konföderationskongress war es klar, dass die 13 Artikel nochmal überarbeitet werden mussten. Verfassungskonvent. So kam es zum Verfassungskonvent im September 1781 in Philadelphia. Im Konvent wurde festgestellt, dass eine Überarbeitung nicht ausreichen würde und es daher notwendig sei, eine neue Verfassung zu verabschieden. Im Verfassungskonvent wurde daher eine Wahl getroffen, die alles ändern sollte. Denn aus dem lockeren Staatenbund wurde ein föderaler Bundesstaat mit einer Zentralregierung, die Exekutive. Obwohl alle Einzelstaaten für die neue Verfassung stimmten, hatten noch viele große Ängste und Zweifel, dass eine Zentralregierung die Freiheit einschränken könnte. US-Verfassung. Die neue Verfassung beinhaltete das System der Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative. Zudem entwickelte sich eine Verfahrensweise der wechselseitigen Kontrolle, Checks and Balances. So wurde 1787 die US-Verfassung ausgeführt. Ratifizierung der US-Verfassung. Im Herbst 1789 wurde die US-Verfassung ratifiziert, indem die Bill of Rights als Grundrechtekatalog mit in die Verfassung genommen wurde. Die Bill of Rights gewährte jedem Amerikaner Glaubens-, Rede-, Presse- und Verfassungsfreiheit, als auch die Unverletzlichkeit der Person, der Wohnung und das Recht auf Verteidigung. Jedoch galten Frauen, Sklaven, besitzlose Männer und die indigene Bevölkerung nicht als Teilhaber dieser politischen
Erneuerungen. Zudem wurde George Washington zum ersten Präsidenten der USA gewählt. Bewertung der Revolution. Errungenschaften: Die Herausbildung einer amerikanischen Identität und die Entstehung einer öffentlichen Meinung. Die Verwirklichung des Gedankens der Volkssouveränität. Eine geschriebene Verfassung als höheres Recht auf Bundesebene in Einzelstaaten. Die Festschreibung verschiedener persönlicher Freiheitsrechte in Grundrechteerklärungen. Erste Erklärung der Menschenrechte, Vorbild für weitere Verfassungen. Die Gewaltenteilung und die wechselseitige Kontrolle zwischen Regierungsorganen und dem Bund und den Einzelstaaten im föderalistischen System. Herausbildung einer pluralistischen politischen Kultur, gemeinsame konstitutionelle Ordnung und fundamentale Wertekonsens. Konzept einer egalitären staatsbürgerlichen Gesellschaft. Die Betonung von Gleichheit, Individualität und Privatheit. Die Grenzen der Revolution. Nur weiße, überwiegend reiche Männer als Profiteure der revolutionären Errungenschaften. Nur geringfügig soziale Umwälzungen durch amerikanische Revolution. Keine Verbesserung der Lage der indigenen amerikanischen Bevölkerung, denn Expansion der Siedlungsgebiete habe Vorrang. Schwarze Sklaven bleiben von Freiheits- und Gleichheitspostulaten weitgehend ausgeschlossen, auch weiße Frauen zunächst ausgeschlossen. Aber Rhetorik der Revolution bietet benachteiligten Gruppen Anknüpfpunkte, um ihre eigenen Rechte einzuordnen, sodass Unabhängigkeitserklärung langfristig auch für sie befreiende Wirkung entfaltet.